Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Thiel. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier dreht es ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Einmal im Monat, da gebe ich mein Depot-Update wieder. Das heißt, ich habe ein Depot öffentlich, das heißt das Cashflow-Depot. Und jetzt ist es wieder soweit, dass ich das Depot-Update für den Februar 2019, falls das Video jemand angucken sollte in ferner Zukunft, Depot-Update Februar 2019. Und das gebe ich jetzt zum Besten. Wir sehen hier die einzelnen Positionen, die ich habe, beziehungsweise die einzelnen Aktien im Aktienfinder. Und in dem Cashflow-Depot, wie der Name schon sagt, geht es darum, einen Cashflow zu generieren. Das heißt, jeden Monat soll möglichst viel Geld abfallen, was in die eigene Tasche wandert. Und wir geben uns hier also nicht mit Buchgewinnen zufrieden. Und es ist jetzt interessant, wenn wir uns diese Aktien mal angucken. Da haben wir ja ein gewisses Ranking im Aktienfinder. Ich habe ja ein eigenes, sehr einfaches Ranking, was auf die Zuwachs, was einen stabilen und hohen Zuwachs des bilanzierten Gewinns und des operativen Cashflows abzielt. Hier ist der stabile Zuwachs und hier ist der hohe Zuwachs. Und dann ergibt sich ja dieses Ranking und man sieht, dass die meisten Positionen eine relativ hohe Punktzahl haben, 100 oder nahe dran. Es gibt dann auch Positionen hier, sage ich jetzt mal, im hohen mittleren Bereich, also ist ja auch noch überdurchschnittlich. Es mag vielleicht auffallen, dass einzelne Aktien, wie beispielsweise 3M, schon relativ niedrige Werte haben, obwohl die Aktien, ich klicke sie mal an, hier relativ schöne, stabil steigende Gewinne haben. Und auch der operative Cashflow, der Verlauf sieht nicht schlecht aus. Aber wenn wir uns dann das Ranking anschauen, dann sieht man eben, dass die Stabilität, die liegt zwar bei 100%, aber die Zuwachsraten sind doch relativ schwach, insbesondere beim operativen Cashflow hier. Sieht man ja auch grafisch, dass in den letzten Jahren der operative Cashflow nicht mehr richtig aufwärts ging. An Prognosen soll es dann wieder besser werden, aber das erklärt halt, warum hier wir ein relativ niedriges Ranking haben, bleibt natürlich dennoch eine erstklassige Aktie bzw. ein erstklassiges Unternehmen. Und hier sehen wir dann hier das Kellerkind, CVS Health, habe ich ja erst ein Video gedreht. Emerson Electric noch eine Restposition. Aber hier im Großen und Ganzen, und das sieht man auch an den Auszeichnungen, die verliehen werden für stabil steigende Gewinne oder oder Dividenden, ist es ein qualitativ hochwertiges Depot. Was jetzt aber auch noch interessant ist, das ist dann hier die Dividendenrendite. Das ist ja der Klassiker, wenn es um Cashflow-Generierung geht, schlechthin mit Aktien. Und da sehen wir, dass von oben nach unten die Dividendenrendite im Prinzip steigt. Also hier ist er sortiert nach Ranking. Was nicht verwunderlich ist, weil mein Ranking geht ja auf das Gewinnwachstum. Und wenn wir hier ein dynamisches Gewinnwachstum haben, dann haben die Unternehmen normalerweise zum einen Besseres zu tun, als Dividenden zu bezahlen. Nämlich das Unternehmen versucht, sein Geld zu nehmen, was es generiert hat, um es wieder zu investieren, um noch mehr Gewinn zu erwirtschaften, beziehungsweise Cashflow. Deshalb zahlen auch hier A2 Aktien beispielsweise überhaupt keine Dividende. Wenn wir weiter nach unten gehen, dann verlangsamt sich ja das Gewinnwachstum und dann sind hier unten dann auch die höchsten Dividenden zu finden. Und dann gibt es ja natürlich noch einen zweiten Grund, der dafür sorgt, dass wir hier so eine Dividendenrenditeentwicklung haben, quasi auch von oben nach unten. Und das ist einfach, dass Aktien, die ein sehr starkes Gewinnwachstum haben, dass da auch der Kurs mitläuft, also der Kurs tendenziell steigt, was dann die Dividendenrendite niedrig hält, auch dann, wenn die Dividende absolut gesehen erhöht wird. Und hier ist dann das Gegenbeispiel, CVS Health beispielsweise, wo dann der Kurs nach unten gedrückt wird, also starke Kursverluste gehabt und im Umkehrschluss geht dann die Dividendenrendite nach oben. Wenn wir das jetzt ein bisschen auf uns wirken lassen, dann sehen wir, dass die Dividendenrenditen hier in dem Depot nicht wirklich der Kracher sind. Das heißt, wenn man jetzt ein Cashflow-Depot hat und man sieht dann die Aktien hier, dann wird schon klar, dass da nicht besonders viel Cashflow bei rumkommt, wenn man ausschließlich auf die Erträge aus Dividenden setzt. Und deshalb veroptioniere ich ja auch noch sehr viel. Das heißt, ich erzeuge einen zweiten Cashflow aus dem Depot heraus und zwar über Optionen, Aktienoptionen in dem Fall. Und das jetzt nur noch mal hier zur Einstimmung und dann gucken wir mal, wie es gelaufen ist. Ich kann schon sagen, gelaufen ist der Monat recht gut, der Februar. Wir hatten ja schon im Januar einen guten Monat gehabt mit 12.500 Kursgewinnen, wobei die unrealisiert waren komplett und 2.300 Euro Cashflow gemacht gehabt, ausschließlich aus Optionen. Also da im Januar gab es keine Dividenden. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus.
Wir haben hier insgesamt 15.000 Euro Kursgewinn, wobei ungefähr Hälfte Hälfte realisiert ist und unrealisiert. Beim realisierten Kursgewinn, das werden wir dann noch sehen, da habe ich BASF verkauft, um Wirecard zu kaufen. Und das war quasi eine Art Gegenfinanzierung. Mit BASF hatte ich mich schon lange getragen gehabt, mit dem Gedanken, BASF zu verkaufen, hat er immer noch ein bisschen gezögert gehabt, weil ich eben relativ hohe Kursgewinne gehabt habe und ich die ja dann versteuern muss. Aber auf Dauer macht es dann keinen Sinn. Und Wirecard war dann für mich die Chance. Habe ich auch mehrere Videos gedreht zu Wirecard, mich dann von BASF auch zu trennen. Wir sehen, dass der Dollar stärker geworden ist. Das heißt, wir haben Währungsgewinne gemacht. Relativ viele Positionen sind ja US-Dollar-Positionen, die ich habe, beziehungsweise sind Aktien, die in US-Dollar heimatlich notiert sind, und dann werden die mehr wert, wenn der US-Dollar mehr wert wird. Wir sehen hier, dass wir einen Cashflow generiert haben von 2.100 Euro. Diesmal gab es im Gegensatz zum Januar Dividenden, nämlich gut 800 Euro und gut knapp 1.300 Euro dann wieder aus Optionsprämien. Das heißt, Optionsprämien dominieren nach wie vor gegenüber den Dividenden. Und wir haben hier 0,93% am Cashflow generiert, basierend oder gemessen am Marktwert. Der Marktwert vom Depot ist jetzt relativ hoch, 245.000 Euro. Zum einen natürlich, weil jetzt 2 Monate in Folge relativ stark die Kurse gestiegen sind, und zum anderen jetzt auch wegen Wirecard, obwohl BASF verkauft worden ist. Also bei Wirecard habe ich relativ stark zugeschlagen, sehen wir jetzt mal alles gleich im Detail. Nochmal aber, oder was heißt nochmal, überhaupt mal kurz zum groben Überblick hier zum Markt. Man kriegt natürlich nur dann wirklich so stark steigende Kurse auf Depot-Ebene hin, wenn der Markt mitspielt. Und es ist ja hier der Fall. Wir haben ja den schlecht laufenden Dezember erlebt hier mit starken Einbrüchen hier, über 10% beim S&P 500, wo ja alle schon nach Rezession geschrien haben mit der inversen Zinsstrukturkurve und so. Habe ich auch ein Video dazu gedreht. Und jetzt dann im Januar ging es ja dann wieder nach oben, 7, 3/4%, also das meiste wieder, ungefähr 75% wieder aufgeholt. Und jetzt sind wir quasi wieder auf Voreinbruchsniveau hier angekommen. Das heißt, es ging nochmal 3,3% ungefähr der S&P 500 nach oben. Und jetzt müssen wir mal gucken, jetzt sieht es aus, als ob die Großwetterlage wieder dreht. Jedenfalls im Februar war das Ganze noch positiv. Und nur dann kann man natürlich auf kompletter Depotebene hier auch solche Ergebnisse erzielen. Wenn wir uns das Ganze mal hier ein bisschen jetzt im Detail angucken, dann mache ich mal größer. Haben wir jetzt die einzelnen Positionen. Ich habe hier schon sortiert, hier mit die Verlierer. Also wenn man ein Depot hat, dann gibt es immer Verlierer. Auf Monat gesehen ist ja ungewöhnlich, dass alle Aktien quasi mal im Plus abschließen. Zuerst aber nochmal hier BASF, habe ich 200 Stück verkauft. Und da sieht man hier auch nochmal den realisierten Gewinn von 7.500 Euro. Und dann sehen wir hier auch Wirecard. Wirecard habe ich 200 Stück gekauft. Eine einzelne Aktie etwas teurer als bei BASF. Ungefähr 100 Euro im Schnitt hat es mich gekostet. Ich habe da jetzt auch schon Kursgewinne erzielt. Die sind dann noch gar nicht in der Auswertung drin. Ich werte immer nur die Sachen aus, die schon von Anfang an im Depot waren. Also quasi vom ersten des Monats bis zum Ultimo. Mit Wirecard habe ich übrigens auch eine Kleinigkeit schon verdient an Optionen. 86 Euro, also das heißt, die Option ist schon geschlossen. Wir sehen sonst keine Käufe und Verkäufe. Gehen wir nochmal kurz zu den Gewinnen und Verlusten. Hier Kellerkind, CVS Health. Die behalte ich jetzt, habe ich auch veroptioniert gehabt, kurz vor den Earnings. Habe da wenigstens nochmal ein bisschen Schmerzensgeld bekommen, 114 Euro. Aber das kompensiert natürlich nur ungefähr 10% von dem kompletten Kursverlust, den wir hier erlitten haben. Und momentan, jetzt ist ja Anfang März, geht die Aktie noch mal ein bisschen weiter runter. Ich halte CVS jetzt aber die Treue und muss mich halt so lange mit Dividenden zufrieden geben, bis die Aktie mal wieder irgendwann anzieht. Der komplette Gesundheitsbereich da in den USA geht momentan in die Knie. Aber so ist es halt ab und zu. Wir haben hier Tencent, Facebook, die sind ganz stark angezogen, wieder jetzt ein bisschen zurückgekommen, also ganz stark angezogen im Januar. Fuchs Petrolub, auch noch so ein Kellerkind bei mir. Ansonsten alles positiv gelaufen hier. Alibaba, Microsoft relativ stark gewonnen. Microsoft wieder entweder nah am Allzeithoch oder am Allzeithoch überhaupt. Also nicht gerade billig, aber qualitativ eben hochwertig. Werde ich mich auch nicht davon trennen. Und andere Aktien haben auch im Prinzip dann hier noch unten durch die Bank zugelegt, was natürlich sehr erfreulich ist.
Wenn wir uns dann hier nochmal die Optionen angucken, die einzelnen Schreiboptionen, und momentan hier sieht man ausschließlich Calls. Das ist der erste Monat, in dem ausschließlich Calls geschrieben werden. Ich schreibe also relativ wenig Optionen, dafür dann aber Optionen, die schon relativ teuer sind. Und momentan haben ist so, dass man Aktien prima veroptionieren kann, also Covered Calls schreiben. Und sogar wenn man ausgeübt wird, falls Aktien schon auf einem hohen Niveau notieren und man die wieder haben möchte, Alibaba zum Beispiel, bin ich ausgeübt worden, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Aktie wieder zurückkommt und dass man die sich wieder zurückholen kann. Da spielt dann auch nochmal das Fundamentale eine Rolle, also nicht nur das Charttechnische. Hier dann nochmal der Hinweis, dass man alle Optionen, die ich schreibe, sehen kann, nämlich hier, ja auch auf dem Blog. Ups, da habe ich schon zu weit gescrollt. Also hier sieht man alle Optionen. Jetzt die Option 239 quasi geschrieben. Also so viele Optionen habe ich hier. Und das sieht man dann ganz genau, was ich gemacht habe. Inklusive dann dem Schließen, wenn die Option schon geschlossen ist. Also hier habe ich Facebook veroptioniert. Ebenfalls Covered Calls geschrieben auf 200 Stück. Dann gibt es dann entsprechend Prämie. Hier ist das Dreieck. Hier ist der Anfangskurs, also relativ weit aus dem Geld. Man sieht dann auch hier, wie weit es aus dem Geld ist, 7,8%. Und wie gesagt, es ist eine ganz gute Sache momentan mit dem Call-Schreiben, wenn die Börse jetzt so in einer Seitwärtslage ist oder schon anfängt zu kippen, dann und das Kursniveau noch relativ hoch ist, dann ist es aus meiner Sicht eine ziemlich gute Strategie. Und dann mache ich hier mal noch ganz spontan den Reiter auf, Helden der finanziellen Freiheit. Wenn man sich für mein Depot interessiert, da sieht man dann auch noch einiges. Und zwar gibt es hier auch wachstumswerte.net. Das pflege ich ebenfalls ein. Da verfolge ich ungefähr 40 Finanzblogger aus der ganzen Welt. Und hier sieht man dann seit 2015 die Einnahmen. Also man sieht, dass ich angefangen habe mit dem Veroptionieren im Jahr 2017. Da gibt es dann quasi die ersten Optionsergebnisse. Man sieht, dass hier noch gewisse Schwierigkeiten dabei gewesen sind. Also es gab Verlustmonate. Im Gegensatz zu Dividenden kann man mit Veroptionierung ja Verlust machen. Man sieht aber auch, wenn man jetzt auch 2017 dann wegmacht und uns jetzt mal auf das letzte Jahr und 2019 hier den Anfang konzentrieren, da sieht man eben, dass die Veroptionierung wesentlich beitragen zum gesamten Cashflow. Und zwar mehr als ich Dividenden kassiere, kassiere ich eben Prämien. Und auch wenn wahrscheinlich mal wieder ein negativer Monat kommen sollte, momentan läuft es ganz gut. Und wenn Sie möchten, können Sie da ja auch andere Finanzblogger mal anschauen und dann gucken, wie die sich so schlagen und was denen ihre Strategie ist. Hier ist dann immer verlinkt. Auch gibt noch relativ viele deutsche Blogger. Und dann kann man einfach mal gucken, wie die so anlegen und sich auch inspirieren lassen. So, das war ein kleiner Ausflug nochmal gewesen hier zu den Finanzhelden. Und das war dann auch schon alles, was ich zum Depot-Update sagen wollte. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Mal gucken, was der März dann gebracht hat im nächsten Monat. Tschüss!